Liebe Freunde, es ist soweit. Willkommen zur letzten Folge in dieser Welt. Ja, Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft, die PlayStation 4 Edition. Mir ist ja eingefallen, wir können heute noch gar nicht ins Ende. Beziehungsweise doch, wir können schon, wir gehen wahrscheinlich auch, aber wir müssen uns ja auch noch ausrüsten mit unseren Waffen und alles. Das heißt, wir werden heute jetzt, hier und jetzt nochmal... 1, 2, 3, 4. Verdammt, ich habe nirgendwo eine Wand, die 5 Blöcke hoch ist. Wir werden heute die Karten aufhängen und somit unsere Welt komplettieren. Ich würde jetzt einfach mal irgendwo hier mache ich das jetzt einfach mal. Nehmen uns jetzt hier Quarzblock. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Gut, dann hier. Bam, 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 bam. Ich muss mich in der Tat ein bisschen beeilen. So, jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Sehr gut. Genau so will ich das haben. Dann kommen hier jetzt diese Gegenstandsrahmen rein. Nein, nein, nein. So, wir haben Karte Nummer 25. Bam. Karte Nummer 24, bam. Karte Nummer 23, bam. Karte Nummer 5, bam. Bam, 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 bam. Die nächsten, bam, 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 bam. So, die nächsten 9 Stück. Wir haben hier Karte Nummer 6 ist, bam. Karte Nummer 7, bam. Karte Nummer 19. Bam. Karte Nummer 18. Wo ist Karte Nummer 18? Da. Karte Nummer 22. Bam. Karte Nummer 8. Da. Karte Nummer 20. Wo ist die 20? Da. Karte Nummer 21 ist da. Karte Nummer 2 ist da. Hä? Ist das Karte Nummer 2? Ja, es dürfte Karte Nummer 2 sein. Gut. Ich mach die extra so weg. Weil. Ja. So, Karte Nummer 4. Bumm. Ja, es ist richtig. Karte Nummer 3. Bam. Karte Nummer 10. Da. Karte Nummer 11. Karte Nummer 12. 13. 14. Karte Nummer 9. Wir waren an so vielen Orten nicht. Karte Nummer 16. Können wir die Route sehen, die wir geflogen sind. So, und nun die letzten Karten. Bam, bam. Und auch schließlich die Karte, wo wir jetzt wohnen. Karte Nummer 17. Bam. Karte Nummer 15. Bam. Und schließlich Karte Nummer 0. Die behalten wir natürlich. Bam, bam. Freunde, das ist unsere Kartenwand. Wir sind hier gestartet, sind von dort aus da hochgeflogen, sind dann diesen Weg gegangen, geflogen dann hier entlang. Dann hier fehlt irgendwie was.
Auf jeden Fall von da sind wir dann da lang. Von da sind wir dann hier hoch. Von da sind wir da lang. Von da sind wir dann da und dahin. Von dort aus bin ich dann da lang geflogen. Halt, ja, da lang geflogen. Von dort aus dann diesen Weg runter. Und dann da. Schließlich zu unserem Haus. Was ist das eigentlich? Das müsste das Baumhaus sein. Das ist das Bauernhaus. Unser Eisschloss. Nein! Moment, das ist Karte Nummer 17. Da ist Karte Nummer 17. Ich will mein Eisschloss da drauf haben. Moment, natürlich schön den Weg gehen, ja. So, und jetzt sind wir hier. Was macht der Eisbär da drauf? Das Eisschloss sieht man sogar wunderbar hier. Oh nein, das Eisschloss, das war wirklich das aufwendigste Projekt. Es gibt natürlich noch mal einen Let's Show Part. Okay, das ist eigentlich einfach nur so ein Let's Show. Keine Folge. So, jetzt aber wird das Ding wieder hingehangen. Bam. Mit unserem Eisschloss. Da ist es. Wie schön. So, okay, Freunde, die Karten kommen jetzt alle weg. Nein, nein, das nicht. So, unsere Karte behalten wir natürlich. Seht euch das an. Freunde. Eigentlich ist es nichts Besonderes. Es ist einfach nur eine Karte. Die Katzen sind immer noch nicht erwachsen. Wir werden. Wo ist. Da ist er. Ich werde mir jetzt hier noch so ein paar Erfahrungspunkte geben. Da, bam. Natürlich im Survival Mode. Mann, ey, diese Fliege, die nervt hier. So, Freunde, wir sind jetzt voll genug. Wir gehen jetzt hier rein, nehmen uns unsere Waffen hier jetzt wieder raus. Das Brot, haben wir wirklich nur noch ein Brot? Okay, das nehmen wir dann nicht. Aber unsere Fackeln, die Dinger können auch hier rein. Wir brauchen natürlich Steine, wir brauchen Erde, wir brauchen sonst eigentlich nichts. So, wir gehen jetzt hier hoch zu unserem Zaubertisch. Wir brauchen Lapis Lazuli. Lapis Lazuli, wir haben eins. Freunde, ich gehe mal kurz wieder. Wir dürfen das, ja, am Anfang dürfen wir es nicht. Da haben wir ja auch gecheatet, ich habe euch ja gezeigt, wie das geht. Okay, Freunde, unser Schwert. Bam und bam. So, Verbrennung 1 oder Schärfe 1? Nehmen wir jetzt einfach mal Schärfe. 8 Angriffsschaden. Dann nehmen wir jetzt mal diese Bücher, die wir haben. So, wir haben Behutsamkeit, brauche ich jetzt nicht. Schutz, Feuer, Effizienz. Brauche ich eigentlich auch nicht. Schutz und Stärke, okay. Wasserläufer und Stärke, ja. Bann, natürlich. Explosionsschutz, da explodiert eigentlich nichts. Schutz, ja. Stärke, die brauche ich eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. Wo habe ich überhaupt meine Rüstung? Die habe ich unten. Ziehe ich mal ganz schnell an.
So, hier unser Debber. Ne, nicht das Schwert. So, Freunde. Gehen wir jetzt nochmal hoch. Ne, noch eins höher. Bam. So, alles klar. Ne, halt. Das kommt jetzt da rein mit einem Buch und zwar Stärke 4. Hä? Geht das nicht? Brauche ich dazu ein neues Schwert? Wir haben ja noch Diamanten. Ach komm, weißt du was? Wir nehmen einfach gleich zwei, ja, aber das eine ist jetzt nur, das sind nur zum Austesten, ob das wirklich funktioniert. Gut. Also, bam, bam, bam. Wieso geht das nicht? Nichts Stärke. Okay, wie wäre es dann mit Schutz und Stärke? Nein. Bann. Komm, das geht aber. Nein? Warum geht das nicht? Schutz. Ich mach mal das hier rein. Ach, das geht. Sind aber dann immer noch 7. Geht das nicht offen? Verzaubert ist? Nee, anscheinend nicht. Okay, also wir haben jetzt das da. Kann ich vielleicht dann das noch verzaubern? Nein. Wäre ja auch zu schön gewesen. Kann ich das denn wieder? Nein, irgendwie nicht. Hey, Moment, aber wenn ich jetzt wieder so ein neues habe, pack das da rein. Das geht nicht, das geht nicht. Also Stärke ist wohl nicht dafür. Dann gebe ich jetzt einfach mal meine Rüstung da rein. Und zwar das da, wo ist jetzt Explosionsschutz? Ne, oder Schutz und Stärke. 8% Rüstung, 8, also. So, die Schuhe, dann machen wir die Wasserläufer. So, dann, was haben wir jetzt noch? Stärke und Schutz. Ich will einfach mal das hier Schutz machen. Und jetzt die Stärke. Ne, andersrum. Stärke geht nicht, bei dem nicht. Okay, Stärke, kann ich denn das hier nochmal... Nein! Kann ich denn das nochmal stärken? Nein. Das geht auch nicht mehr, da ist extra schon so ein Ding, das geht nicht. Okay, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, ich habe hier Bann, da habe ich Schärfe. Ich ziehe das dann einfach mal wieder an. So, wunderbar. Jetzt glitzern wir. Jetzt haben wir hier 3 Schwerter, das hier, das hebe ich mir. Ich hebe mir eins einfach mal auf, ja. Weil... Ja, weil das halt sehr gefährlich ist. So, einfach mal das hier jetzt. So, dann packen wir das Lapislazuli weg. Das Zauberbuch natürlich auch. Moment, was ist das jetzt? Behutsamkeit, Schutz, Feuer, Eis und Effizienz. Geht aber, glaube ich, auch nicht. Ich nehme mir ein paar goldene Äpfel mit. Genau die Hälfte. Dann das Totem der Unsterblichkeit. Sonst eigentlich nichts. Oder brauche ich sonst noch was? Ne, ich denke nicht. Hä, was ist das für eine Karte? Achso, Karte 2. Ich muss nichts. Ja. Danke. So, also. Ich brauche natürlich auch irgendwelche Steine. Ich habe eigentlich genug Obsidian. Das kann ich eigentlich verwenden, um mich dort hochzubauen. Aber ich bin ja ein... Moment mal. Ich habe meinen Bogen nicht verzaubert. Ich wollte meinen Bogen verzaubern. Und ich habe nicht meinen Bogen. Doch, ich habe irgendwo einen Bogen, aber ich glaube... Komm, Freunde,
Wir nehmen jetzt einfach alles aus dem Creative Mode, weil das haben wir eigentlich sowieso, ja? Wir haben die ganzen Sachen, ich weiß bloß nicht wo. So, das heißt, ich nehme jetzt einen Bogen. Nehmen wir dann ein paar Pfeile mit. Was haben wir denn hier für Pfeile? Hm? Nachtsicht. Unsichtbarkeit. Nee, Feuerwiderstand, Geschwindigkeit, Langsamkeit, Wasseratmung. Kann man den eigentlich vergiften? Ich weiß nicht. Also, wir gehen jetzt nochmal hier hoch. Kann man den denn verzaubern? Ja. Stärke, Haltbarkeit, Stärke 1, Stärke 1. Ich mach jetzt mal Stärke 1 und Haltbarkeit. Haltbarkeit, genau. Dann würde ich mal sagen, sind wir jetzt bereit, Freunde? Sind wir bereit für den Kampf? Ich würde einfach mal sagen, ich lass mal die Schaufel und die Axt da, ja. Ich glaube, ich mache das eher so. Die Pfeile kann ich dahin machen. Die Karte, na komm, die brauche ich jetzt wirklich nicht. Packen wir da rein. Nein, nicht die anderen Karten holen. Die Karte hier reinpacken. Dann Obsidian hierher. Fackeln brauche ich eigentlich auch nicht. Pflasterstein kann man verwenden, brauche ich aber nicht. Freunde, ich würde sagen, ich bin jetzt bereit für den Kampf. Ich habe das Totem der Unsterblichkeit in der Hand. Und zusammen mit diesem Totem der Unsterblichkeit fliege ich jetzt nochmal zum Portal. Wenn ich es wieder finde. Ich nehme mir extra ein Enderauge wieder mit, ja? Sonst finde ich das nie wieder. Also einfach mal da lang jetzt. Okay, immer noch weiter. Immer noch weiter? Ist es hier? Nee. Freunde, ich glaube, es ist sogar schon die letzte Aufnahmesession für mich. Ach da. Das ist sogar mein Pfeil. Gut. Also, die Dinger brauche ich nicht. Okay, komm, wir kennen sie. Bum. 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 Ich gehe jetzt ganz schnell dorthin. Und dann werde ich die Folge beenden. So, Freunde. In der nächsten Folge ist es dann soweit. Wir betreten das Ende von Minecraft, der PlayStation 4 Edition. Also, nee, eigentlich von Minecraft. Ja. Freunde, dann sehen wir uns also in der nächsten Folge wieder. Seid gespannt auf die nächste Folge Minecraft, die PlayStation 4 Edition. Bis zum nächsten Mal und ciao.